alles, was er weiß. Ach du Scheiße, alles? Kann ja nicht viel sein. Wow, 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 wow. Boah, man ist so schnell danach, das ist so abnormal. So, man kann da kaum noch lenken, wie ihr seht. Das Auto quietscht hier nur rum. Okay, wir müssen hier hoch. Da kam ich nicht durch mit dem Auto, daran erinnere ich mich auch. Besiege Ball. Autsch, das hat wehgetan. Hier, fress das. Und das. Und das. Ach, da hinten, der sagt da. So, was haben wir denn hier noch an Munition? Boah, das Ding schießt schon fast durch. Stirb, Mann! Oh, eine schöne Waffe, nehmen wir mit. Autsch, der kickt mich einfach, der kickt mich. Scheiße. So, mal ein Stück zurück, okay. Autsch, der hat unseren Ding übertrieben wehgetan. Guck dir das mal an. Mr. Ball, wir von Hyperion sind ein wenig skeptisch. Die Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von New Haven offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir ihr Material durchhören. Legen Sie die Echos in den angegebenen toten Briefkästen ab. Finde diese Echos, Killer. Wenn Hyperion herausfindet, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven. Okay, neues New Haven und so, bla bla bla. So, wir gucken mal jetzt, was wir Neues bekommen haben. Das ist uns viel interessanter. Tja. Nichts. Außer das. Also unsere normale, unsere typische, oder? Haben wir die nicht immer? 30, mit denen. Wir gucken mal, wie die schießt hier. Mal ausprobieren, ganz geil. So, das war unsere Pistole. Eine bessere Pistole haben wir aber nicht. Ja, gut. Zack, zack. Unser, oh scheiße, der hat unser Ding kaputt gemacht. Ach, da waren wir doch auch schon mal. Oh Mann, das Ding trifft aber nicht gut. Wo sind die denn überall? Die kann ich mal sehen. Dann schmeißen wir das Ding gerade mal hier vor. Oh, der ist tot. Die ist ganz geil, die Waffe. Aber mehr für Nahkampf, würde ich sagen. Mit der trifft man nicht wirklich sehr gut. So. Munition. So, nach was suchen wir jetzt eigentlich? Das war klar, dass der da rauskommt. Na komm her. Oh, die macht ganz gut Schaden. Und tschüss. Oh. Bam, Alter. Haben wir dem gegeben. Achso, das ist unser Feuer. Oh, eine Pistole. Auch wenn sie Müll ist. Gut.
Nach was könnten wir denn alles hier finden? Oh yeah, Munition. Munition ist geil. Ich stehe total auf Munition. So, was haben wir denn jetzt hier? Irgendwo hier muss dieses... was auch immer sein. Was ist das hier eigentlich? Ein Schiff? Gell? Oh. Genauigkeit viel schlechter. Feuerrate ist viel höher. Magazingröße 7 ist schlecht. Nein. Nein. So, und nach was genau suchen wir dann jetzt? Orte das erste Echo. Tja, das erste Echo, das könnte, glaube ich, hier überall sein, dieses erste dämliche Echo. Nach was können wir denn da gucken? Wie sieht denn diese Echos aus? Ach, schaut mal, wenn man hier rein... Nein, hier rein geht nicht. Ist da sonst irgendwas drin? Nee. Lalalalalala. Ach! Okay. Verstehe ich nicht. Hätte man jemand Blatt machen können damit. Orte das erste Echo. Nein. Beschaffe die Abhöraufnahmen von Lilith. Ey! Okay, also die müssen hier irgendwo sein. Da vielleicht. Nö, da ist Geld. Gib her. Was der für Geräusche immer von sich gibt, wenn er hier... Ein Säurebehälter. Aber sonst ist hier nichts, ne? Außer nichts ist hier nichts. Aber wenn hier unten noch was rumliegt. Ah! Das ist schon mal nice. Und sonst nichts. Wir gucken mal das ab, wie weit das hier geht. Okay, okay, okay. Geht relativ weit, aber nicht so, dass man sagen könnte, wir haben irgendwas übersehen. Verdammt. Also, dass man hier auf der anderen Seite lang gehen könnte oder so. Und da liegt das irgendwo rum. Also, es muss hier irgendwo rumliegen. Die Frage der Fragen ist eigentlich nur... Ach ja, schaut mal hier. Interessant. Hallo Jungs. Auch wenn hier keiner ist, aber hallo. Das wusste ich auch noch nicht. Na, kann das ja eigentlich nur hier irgendwo rumfliegen, hier oben. Also, schätze ich. Oder natürlich auch nicht. Oh komm, jetzt keks mich doch nicht an hier. Jetzt sind wir schon, haben wir ja schon hier hochgefunden. Muss doch hier irgendwo das Band sein. Bitte. Ach, das darf doch, das ist doch nicht die Möglichkeit hier. Ich hoffe, die anderen werden nicht auch nicht so schwer hier zu finden. Zack. Jetzt sind wir hier oben. Toll. Bringt uns sehr viel, hier oben zu sein. Ich habe doch eine Idee. Eine kleine.
Vielleicht haben wir das Ding, was wir da abgeschnitten haben. Ah ja, schaut mal hier. Nette Bude. Ich wusste es. Hier wird dich Hyperion nicht finden. Danke, ja, ich find's auch schön. So, wir gucken aber schon mal, wo es weiter lang geht. Gehen wir doch da hoch. Grausig. Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor... Ich gehe dann mal wieder. Okay. Sehr feinfühlig, Lilith. Ich habe bei mir auch immer Leichen rumhängen. Ich finde die wirklich auch sehr gemütlich. Besonders, wenn man sich dann auf die legt und die sind gerade frisch getötet worden. Die noch so relativ weich sind. Also das sind... Das sind mir die liebsten Leichen, muss ich sagen. Uno Stechen der Cocktus. Und Skax. Ich hasse Skax. Die gehen einfach nur auf den Nerv. Dieser sieht so geil aus hier. Oh, jetzt ist er tot. Hallo. So. Was hier soll das irgendwo rumliegen? Na super, jetzt können wir nochmal so viel rumgucken wahrscheinlich. Long. Schon geil das Ding. Rums. Hier in den Pilzen bestimmt. Nein. Da. Da ist es rausgefallen jetzt, oder was? Ah ja. Na komm, jetzt her. Ich habe jemand verflüssigt. Wie bitte? Ich war jagen und habe was von diesem Eridium-Zeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich habe ihn verfolgt und geschnappt. Und da hat er sich einfach... Verflüssigt? Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Iridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt, aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Genau. Warum machst du denn so einen Scheiß? Weil ich, also du, wie geht's dir denn so? Ich glaube, ich gehe da mal wieder. Okay. Ist ja eklig. Pfui, Teufel! Tada! Und wir können uns ein Auto holen. Hätten wir bestimmt auch schon oben machen können, du, ich hab's vergessen. Zack! Ja, den wollen wir haben. Und los geht's! Woo! Oh! Hallo Freunde! Zack! 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 Da kommen ziemlich viele raus hier. So. Müssen wir wirklich da unten hin jetzt? Ach, guck mal, was da liegt. Nein. Nein. Und nein. Wir müssen ja nicht jeden Müll immer aufheben. Kommen wir da rein? Nö. Stand da nicht irgendwas von Goliath gerade? Oder auch nicht? Müll.